Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cube World. Was heißt Let's Play Cube World Guide 006? Ich habe eine kleine Pause gemacht und wir sind jetzt wieder hier dabei. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja die Level 2 geschafft, vor allem die Level 2. Und sind nun in die Stadt gekommen und ich zoome mal kurz rein und dann seht ihr schon, dann seht ihr die ganzen Läden jetzt. Ne? Und nun erkläre ich euch, was die ganzen Läden alle machen. Jetzt geht es nämlich zum Ausrüsten oder allgemein alles, was in der Stadt so verfügbar ist. Und da haben wir hier zum Beispiel den In-Shop. Oder nicht direkt Shop, sondern es ist einfach nur, man kann sich in den In-Shop reinstellen. Sobald ich mal hier den Eingang finde. Eingang. Zweigang. Hauptgang. Ah. Sehr intelligent gebaut auch der Eingang, muss schon sagen. So, da kann man hier reingehen. Boah, Moment. Und kann mit den Typen quatschen. Und dann wird es wieder, wenn ihr da oben seht, 7 Uhr tags. Genau so. Und hier kann man auch zum Beispiel sich reinlegen, dann in Betten. Da sind sie. Und kann sein Leben erstmal schnell auffüllen. Und Hipster. Oh lala, da räuspert es mich im Halse. So, dann gehen wir mal in die Stadt zurück. Und dann geht's los und ich erkläre euch erst einmal, wo kommen wir zuerst hin? Die Verkaufsläden, okay. Dann gehen wir erstmal zu dem kleinen Säckchen, was ihr da oben seht. Das ist der Alles-Shop. Da gibt's so kleine Items und Spielereien, was man alles so braucht, neue Lampen und so. So, nee, hier nicht. So, da rein. Und wir gehen hierher, genau. Und jetzt sieht man, wir haben hier eine ganze Menge Zeug, zum Beispiel, das brauchen wir alles gar nicht, weil wir das ja alles schon haben. Wir haben hier ein... Wir haben hier zwei Schwerter mit 2 Damage und 7,5 AP. Hier haben wir noch Fäuste, wie es aussieht, die haben aber dieselbe Power, das heißt, wir schmeißen die weg. Wir haben aber auch ein großes Schwert, kommt aber aufs selbe hinaus, darum schmeißen wir es auch erstmal weg. Also mit links, mit rechts liegt, könnt ihr das verkaufen alles. So, das ist gar nicht für uns, also schmeißen wir es weg. Das ist nicht für uns. Das können wir erstmal behalten. Das ist für uns später. Das ist schwächer als unseres. Das heißt, wir schmeißen es weg. Das ist nicht für uns. Nein. Nein. Das behalten wir. Und das nicht für uns. Schuhe haben wir noch nicht. Das heißt, wir können die dann gleich anlegen. Und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geld gesammelt. Und jetzt kaufen wir uns erstmal 50 Glasflaschen. Man kann maximal 50 von jedem Item dabei haben. Und Glasflaschen werdet ihr immer brauchen. Darum ist es wichtig, immer 50 dabei zu haben. So, jetzt haben wir es. Eine Iron Lamp haben wir ja schon, das heißt, wir brauchen die nicht. Kleider und sowas kann man so nicht kaufen. Candy kann ich mal holen, weil es ist wichtig, dass ihr so viele Süßigkeiten, so viele Pet Foods wie möglich bekommt, um schnell ein Pet zu bekommen und mitleveln zu können. Huch. Das tut mir leid. Ja, hier haben wir jetzt noch ein paar Zauberausrüstungen. Können wir mal gucken. Mage ist das hier. Ranger, Mage, okay, das ist zu stark, die brauchen wir uns noch nicht holen, die sind noch zu stark. Jetzt gucken wir mal hier. Hier habe ich eine für Ranger, die kann ich auch verkaufen. Dann hier haben wir ganz viel Zeug. Das hier kann ich verkaufen, mal die 50. Ist gleich ein bisschen laut, tut mir leid. La 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 la. So. Jetzt haben wir fast 3 Gold, Silber meine ich, und jetzt haben wir den Astladen abgeklappert und gehen zum nächsten Laden. Das ist der Rüstungsladen, hier können wir unsere Ausrüstung kaufen und dann schauen wir mal kurz nach, was haben wir denn hier so im Angebot. Das hier ist zum Beispiel für uns, das können wir gleich mal holen. Na, dann holen wir uns. Was gibt's denn noch hier? Okay, das ist alles schon zu stark, siehst du mal. So viel kann man sich in dem Low-Level noch gar nicht holen. Dann lege ich das beides mal an. Und ihr seht jetzt hier drüben unser... Komm, wenn ich das mal wieder wegnehme, Moment. Unser Armor-Rating geht von 0 auf 56 hoch. Das ist doch schon mal einiges. Jetzt gehen wir mal zum letzten Laden. Das ist das Schwert. Da können wir unsere Waffe neu aufrüsten. Mal schauen, ob wir eine neue Waffe finden. Ansonsten müssen wir halt die nehmen, die wir haben. Das ist ja auch nicht so schlimm. Am praktischsten ist es wirklich, wenn du bis Level 3 auf jeden Fall trainierst und dann in die Stadt gehst. So, hier gehen wir mal hier rein, so. So. Siehst du, gibt's nämlich gar nichts für uns. Die erste Waffe hier in dem Laden wäre...
Hier, Power 17. Da haben wir, eine Power 10, das ist viel besser. Okay. Jetzt geht's weiter. Wir begeben uns... Ach Quatsch, die Lupe habe ich vergessen. Siehst du mal, hier gibt's noch eine Lupe. Bei der Lupe kann man Leftovers. Die haben wir nicht dabei. Ich gehe deswegen jetzt nicht rein. Normalerweise kann man hier... hier eventuell Leftovers haben. Wenn man die hat, geht man in den Laden rein, spricht den Typen an, macht Rechtsklick auf den Leftover und kann dann für eine geringe Gebühr von meistens 5-6 Copper aus diesen Leftovers, die man von Monstern kriegt, Waffen rausziehen. Und wir gehen jetzt erstmal hierher. Und das hier ist die Schmiede. Hier können wir zum Beispiel jetzt anfangen zu craften. Mit C geht das. Und dann sehen wir, hier haben wir jetzt einen Iron Cube. Und da Maus machen wir uns jetzt. Also wir machen uns jetzt Iron Cubes aus dem Iron Erz, was wir haben. So, dauert ganz kurz. Manchmal kriegt man noch 2 bis 3, manchmal auch 4. Das ist aber sehr selten. Okay, Gold und Silber haben wir nicht gefunden. So, hier können wir jetzt mal schauen, ob wir uns hier was machen wollen. Siehst du mal, die sind nämlich schon wesentlich stärker als unsere. Ja, die hier sind stärker als unsere. Das heißt, ach siehst du, da haben wir keinen Cotton Yarn. Okay, dann müssen wir nochmal ganz kurz nach woanders hin. Okay, dann gehe ich erstmal Cotton Yarn, macht man sich nämlich beim Schneider. Den gehen wir mal kurz aufsuchen, der ist hier oben. Man muss halt immer zu den passenden Dingen gehen. Bei Cotton Yarn braucht man, glaube ich, das Loom. War das richtig? Loom? Nee, Spinning Wheel braucht man dazu. Das ist hier. Okay. Gehen wir zu Spinning Wheel, machen uns mal ein bisschen Cotton Yarn. Baumwollgarn. Und gehen wieder zurück. Juhu! Und jetzt können wir uns diese besseren Waffen machen. So. Nee, Cotton Yarn möchte ich nicht, aber dankeschön. Ich hätte gern die da. 2 Stück. 1 und 2. Jetzt gehen wir auf B. Und können jetzt ganz einfach ausrüsten. Nicht ja beide. So. Ja, siehst du mal. So, jetzt haben wir 2 Iron-Dinger. Okay, gut. Jetzt gucken wir noch ganz kurz, ob wir hier noch was Rüstungsmäßiges machen können. Boots. Haben wir noch keine. Ach, da brauchen wir Loom dafür. Okay, gut. Und den haben wir schon. Und da brauchen wir trotzdem Loom dafür. Loom haben wir noch nicht genug. Das heißt, es bringt nichts. Und jetzt können wir nämlich noch die Dinger hier verbessern, indem wir die upgraden. Mit Iron Cubes zum Beispiel. Huch. Ich will mal kurz gucken. Ich gucke mir das mal ganz kurz an, weil ich das selbst noch nicht ganz verstanden habe. Tempo 04, Kritiker 05. 2,2. Jetzt mache ich zum Beispiel den Upgrade. Und siehst du mal, der Damage ist gestiegen durch das Eisen. Und die HP sind auch gestiegen. Aha, aha, aha. Durch ein wenig Eisen, wenn man das jetzt mit so kann man das rüberzoomen, dann sieht man, hat man jetzt einfach was dran gebaut an das Ding. Ist ja wie eine Stahl, wie ein Stahl vorne dran an der Faust, ne? So, jetzt haben wir uns ausgerüstet. Es gibt natürlich auch noch den Holzfäller, aber den brauchen wir im Moment nicht. Wir können da maximal jetzt Holz mit der Säge in Holzblöcke verwandeln. Aber ansonsten war es das eigentlich schon. So. Ein letztes gibt es da noch, aber das werde ich euch später erst erklären. Das hat mit dem weißen Turm da hinten zu tun. Und den Platinum Coins, die es hier gibt. Aber ihr seht, wir haben uns ausgerüstet. Wir sind jetzt wesentlich stärker geworden. Ich kann mal gucken. Wir haben 100% Waffenrate, 56% Armor Rating und wir haben 2,5 Silber dazu bekommen und können jetzt gestärkt in den Kampf ziehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!